Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir starten heute in einen neuen Run und unter Umständen halt tatsächlich in Sieg Nummer 6. Das wäre halt richtig krass. Wir starten durch mit Lazarus, wie gestern angekündigt, und versuchen das heute hinzubekommen. Zuerst mal kriegen wir ein Item, und zwar Taurus. Das ist ziemlich okay. Wir hatten schon mal einen Run, da war Taurus etwas sehr OP. Mit einer Kombination mit Mom's Knife und Loki's Horns. Ich kann mich da sehr genau dran erinnern, das war richtig nice. Das Beste ist, wenn wir halt hier zu lange brauchen, dann kriegen wir eben noch eine kleine Unverwundbarkeit dazu. The Moon! Können wir gleich einsetzen. Nehmen wir gleich mit, wir kriegen Bomben und potenziell 5 Münzen, aber leider nicht. Aber das macht gar nichts, denn wir haben hier direkt den Tinted Rock. Und da bekommen wir Wunder... Da kriegen wir den nächsten Tinted Rock und 7 Münzen dazu. Da sage ich ja wohl nicht nein. Aha. Ach Gott, wir sind etwas sehr langsam halt durch Taurus. Das ist halt der einzige Nachteil von dem Item, dass der Speed sich erst aufbaut im Laufe des Raumes. So. Treffen müsste man halt schon noch. Oh Gott. Da ist der nächste Tinted Rock, by the way. 3 in einer Ebene. Es könnte ja in der Theorie... Ne? Mimik, wirklich? Mann. Kriegen wir diese Bomben wieder zurück. Mein Gott. Ich sagen, könnte ja eigentlich schon, jetzt wo wir so viele Tinted Rocks haben, könnte ja in der Theorie auch vielleicht der Small Rock irgendwann mal drin sein, aber nee. Das nun auch wieder nicht. So ein schwarzer Feuer-Champion schaut schon relativ nice aus, aber... Nun gut. Dann, ich meine, wir haben 8 Münzen. Wenn wir einen Schlüssel bekommen, können wir theoretisch in den Shop reinschauen. Beziehungsweise mehr Münzen noch sammeln, dann sparen wir uns die für die nächste Ebene. Für den Item Room, den wir auf jeden Fall brauchen. So, aber wir kriegen erstmal One Makes You Small. Wir sind jetzt relativ süß klein. Und haben eigentlich nur noch die Möglichkeit, beziehungsweise nur noch den Weg zum Boss vor uns. Zu Rackman. Mit ein paar Spinnchen. Hoffentlich bekommen wir relativ schnell den Taurus-Effekt. Weil das endet sonst in der Katastrophe. Weil der so viel Shit hier reinspawnt. Ach Gott. So. Puh, das ist gerade nochmal gut gegangen. Wir bekommen die Box mit Stuff. Da ist ein Schlüssel drin, da sind Bomben drin, da ist Münzen drin, da ist eine Pille drin, die uns ein Leben abzieht. Toll, danke. Wir gehen dann mal einen runter und hoffen auf Curse of the... Okay, wir wissen unser Leben nicht. Wir wissen aber, dass wir 2 Herzen haben. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Wir nehmen jetzt einfach überhaupt gar keinen Schaden im Laufe der kompletten Ebene und dann haben wir überhaupt kein Problem mit unserem Leben. Aber ich nehme sehr gerne Münzen mit, denn 5 weitere, ein Nickel reicht und wir können sinnvoll den Shop begutachten. Okay, den Kampf können wir uns sparen. Und die Bombe nehmen wir gerne mit. So, hier ist der Item Room. Das ist sehr schön. Das heißt, mal müssen wir hier den Chaos machen. Da ist der nächste Tinted Rock da oben. Wenn hier nochmal eine Bombe gedroppt werden würde, wäre ganz geil. Aber natürlich kommen hier jetzt wieder nur Fliegen raus.
Okay, wir kriegen wenigstens eine als Drop. Und da ist ja der Small Rock. Mensch, vorher noch gesagt. Und wir kommen, Lil Monstro. Das ist okay. Das ist okay. Das ist ein toller Buddy. So, jetzt brauche ich nur noch 5 Münzen und nur noch einen Schlüssel. Dann können wir da auch reinschauen. Ah, oh, ein bisschen mehr Damage. Das tut ich wirklich gut. Und da ist der Schlüssel. Jetzt fehlt uns nur noch das Geld. Da ist noch ein Schlüssel. Das ist auch sehr angenehm. So. Wir gucken natürlich nochmal den Rest der Ebene an. Da können wir ja vielleicht noch ein paar weitere Münzen abgreifen. Oder noch so ein bisschen Geld. Münzen oder Geld? Natürlich genau das gleiche. Immer wenn ich konzentriert bin, kommt so ein Quatsch bei rum. Gott. Natürlich meinte ich Münzen oder andere Goodies, wie zum Beispiel eine Mimik. Komm schon, wirklich. Nein, diesmal nicht. Nein, sowas wie Schlüssel oder Bomben natürlich. Das war die andere Aussage, die ich tätigen wollte. Und das ist bitter. Aus 4 Krügen mal wieder keine Münze. Aber vielleicht, wenn wir hier mit dieser einen Bombe jetzt 5 Münzen generieren können. Das ist bitter. Okay. Dann, ich meine, wir haben ja noch ein paar Bomben. Riskieren wir das mal nochmal. Da ist auch schon die eine Münze. Also wir können uns auf jeden Fall den Shop anschauen. Und ich würde die hier trotzdem gerne mitnehmen, weil jetzt ist eh schon egal. Und wir bekommen doch einen Swallowed Penny. Das ist doch gar nicht so schlecht. Jedes Mal, wenn wir Schaden kriegen, haben wir die Chance, dass eine Münze droppt. Und das ist gut, meiner Meinung nach. Wenn wir Geld haben wollen. Und wir bekommen einen neuen Versuch. Okay, Mom's Box. Das ist nicht das Missing Poster. Wir versuchen hier nochmal Geld ranzukommen. Perfekt, dann können wir uns nämlich hier das Soul Heart noch mitnehmen. Und dann gehen wir mit 2 roten vollen Herzcontainern ohne Red Heart Damage mit einem Soul Heart als Puffer in den Bossfight, sodass wir potenziell erstmal den hier. Das, wie wenig Schaden hat das gemacht? Der hat aber nicht getroffen. So. Potenziell bekommen wir jetzt einen Teufelsraum. Jawohl. Und dazu noch ein Black Heart. Nämlich durch den Safety Pin. Shot Speed Up ist auch nicht schlecht. Und das Ghost Baby. Das Ghost Baby ist natürlich jetzt eher weniger gut. Aber immer noch besser als nichts. Nein, wir sparen uns die jetzt. Wir sparen uns die jetzt für zukünftige Räume. Das kann sich lohnen. Dann gehen wir erstmal ein tiefer. Wir hätten noch den Secret Room zoomen können, ja. Den vergesse ich sehr, sehr gerne mal. Oh. Okay. Okay, wir haben gerade, dadurch, dass wir Schaden gekriegt haben, aber 8 Münzen bekommen. Der Swallowed Penny ist halt einfach schon nicht schlecht. So. Nach dem anderen, jetzt dürfen wir auch gleich unseren Taurus-Effekt ready haben. So, dann können wir hier nochmal den Kleinen hier jagen. Zack. Und bekommen immerhin nicht das Missing Poster. Gut, was ich auch erwartet habe. Item Room zuerst. Item Room zuerst. Nicht, dass wir den Schlüssel an der goldenen Truhe hier verschwenden. Und am Ende ist überhaupt nichts drin, was uns interessiert. Klar, könnten 2 Dimes drin sein. Dazu noch 5 Bomben und ein Schlüssel. Sodass wir den Schlüssel wieder zurückbekommen. Aber gut, wer verlässt sich schon da drauf. Okay, ich hätte schon richtig gesehen, was der Kollege hier oben so veranstaltet, oder? Sämtliche Schüsse zurückwerfen, das ist unfair. Okay, da ist der Item Room. Da wollen wir auf jeden Fall hin.
So. Dann gucken wir nochmal. Vielleicht hat man ja Glück. Aber sowas von. Fruitcake. Eines meiner Lieblings-Items. Da kommt hoffentlich viel Spaß bei rum. Ach, schön. Ich weiß nicht warum, aber ich mag dieses Item einfach so sehr. Ich kann nichts dafür. So, Temperance, das kann man mitnehmen. Das war knapper, als es sein sollte. So. Wir bekommen nochmal ein neues Item, aber das ist auch nicht das, was wir wollen. Okay, jetzt sind wir kurz vom Red Heart Damage. Das ist nicht gut. Einen Schlüssel hätte ich gerne. Dass wir hier reinkommen könnten. Ach, shit. Okay, wir haben Dime dafür bekommen. Das ist wenigstens ein bisschen... Ach, ich laufe wieder rein, Mann! Ah, so langsam wird es knapp mit dem Leben. Wir haben unten ein Herz. Das dürfen wir nicht vergessen. Da ist noch ein Dime. Wir müssen unbedingt irgendwie in diesen Shop kommen. Da ist noch Creep am Boden. Ich wollte da nicht riskieren, drüber zu laufen. Jetzt geh doch mal weg! Okay, so, jetzt. Zack, zack. Mein Gott. Bomben. Bomben helfen mir nicht wirklich. Ganz ehrlich. Wir brauchen erstmal Leben da unten. Wir könnten direkt runtergehen oder wir gehen kurz hier. Oh. Okay, jetzt nur nicht sterben. Okay, das ist zwar kein schlechtes Trinket, aber... Wir bleiben bei unserem Swallowed Penny, der Nose Goblin, den müssen wir mal links liegen lassen. Ich hätte gern echt einen Schlüssel. Und Leben. Das eine Herz hier hilft schon wahnsinnig. Oh. Okay. Ach, bis wir auf den Effekt warten, können wir auch hier mal irgendwo so hier eine Bombe blenden. Und bekommen Full Health. Nein. Burp. Was hatten wir? Health Down. Sicher nicht. Wobei. Temperance. Wobei. Das Einzige, was wir nicht machen dürfen, ist es jetzt einzusetzen. Aber falls wir tatsächlich irgendwie einen Herzcontainer nochmal verlieren, wird diese Health-Down-Pille zu einer Health-Up-Pille. Und das ist dann wiederum gut. Das gefällt mir überhaupt nicht, dieser Raum. Dieser Raum gefällt mir überhaupt nicht. Okay, wir haben uns ein Herz gedroppt. Das gefällt mir wiederum sehr. Wrath. Okay, Wrath. Du bist nett, oder? Du sprengst mir doch hier sicherlich die Seite hier auf. Nicht. Okay. Dann eine Bombe für eine Bombe. Finde ich gut. Wir haben genügend Bomben, dass sich das hier lohnt. Denn da oben könnte ja auch noch ein paar coole Items drin sein. Wir haben nur leider nicht die Möglichkeit, in den Shop zu kommen. Nein, wir haben nicht die Möglichkeit, in den Shop zu kommen. Und das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Außer, wir gehen ganz kurz hier rein. Wir haben eine Sun-Karte dabei. Das heißt, im Zweifel können wir uns voll heilen. Schlüssel. Dann müssen wir die Batterie sogar verschwenden auch noch. Weil wir die Ladung nicht voll haben. Na, besser als sie liegen zu lassen. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir müssen jetzt das hier einsetzen. Und wissen zumindest, wo der Secret Room ist. Da kann noch ein Schlüssel drin sein. Nochmal. Erstmal haben wir hier
Münzen. Hm. Wir haben 49 Münzen, könnten sie aber nicht ausgeben, weil wir nicht in den Shop kommen. Das ist bitter. So, das nehmen wir mit und dann nehmen wir die Health Down Pille tatsächlich mit. Für den Fall, dass wir eben in den Teufelsraum kommen, dass wir eben irgendwie Leben ausgeben können. Oder eben Leben anderweitig verlieren oder sonstiges. Auf jeden Fall können wir uns, falls wir nur einen Herzcontainer haben, einen Herzcontainer wiederherstellen. Oh. Okay. Das Pentagramm. Das ist doch gar kein schlechter Boss-Drop. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Ich würde nur echt gerne irgendwie in den Shop kommen. Das wäre noch besser. Und hier würde ich gerne mal gucken. Vielleicht ist da der Super Secret Room. Ist er tatsächlich? Oh, wir haben noch eine Möglichkeit. Wir haben noch eine Möglichkeit. Gib mir einen Schlüssel. Komm, Kleiner. Gib mir einen Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel. Das ist ein halbes Herz. Das ist auch nicht schlecht, aber ich hätte gerne einen Schlüssel. Das ist aber mal sowas von nicht das, was ich will. Okay, ich sag zu dem Eternal Heart definitiv nicht nein. Gut, dann kommen wir halt in der nächsten Ebene in den Shop. Aber natürlich müssen wir dazu vorher noch in den Item Room. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da ist noch ein Eternal. Okay. Das werden wir natürlich noch nicht jetzt nehmen, logischerweise. Aber das dürfen wir definitiv nicht vergessen. Das wäre fatal. Okay, wir haben eine Pille. Mit Range Up. Range Up ist gut. Und hier ist unser erster Schlüssel. Den brauchen wir definitiv für den Item Room zuerst. Das ist ganz wichtig. Den dürfen wir. Den müssen wir zuerst nehmen. So, dann erstmal hier ein Trinket generieren. Und wir haben den zweiten. Da oben ist Kamikaze. Ah, fuck. Okay, auf jeden Fall haben wir einen zweiten. Schlüssel bekommen, das ist gut. Den werden wir definitiv hier beim Shop einsetzen. Ah, wie langsam wir sind. Okay. Die Moving Box ist jetzt nicht das, was ich will. Und... okay, das war Zufall. Aber eigentlich wollte ich nur Geld, um hier zu spenden. So, wir machen endlich mal die 900 voll. Mein Gott. Die Blue Candle. Oh mein Gott. Okay, jetzt packen wir den Rest noch da rein. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas. Wir haben echt noch was freigeschalten. Okay, jetzt ist voll. Wir haben echt noch was freigeschalten. Das wundert mich tatsächlich. Bongo Bombs. One plus one Bomb. Also wir bekommen nur doppelte Bomben. Das ist so das Humbling Bundle für Arme. Solot nehmen wir uns noch mit. Und dann haben wir hier noch eine. Wir gehen zuerst noch in Item Room. Item Room ist wichtiger als die Kiste da. Der Item Room ist viel wichtiger als die Kiste. So, ein paar mehr Bomben. Bloody Penny, den brauchen wir nun wirklich. Nein. Nein, wir haben ein wichtiges, ein gutes... ja. Tech Zero? Auf jeden Fall. Ah, ich fühle mich schon wieder ein bisschen gut. Das ist wieder ein schöner Run heute. Das ist wieder ein... oh, wow, 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 wow. Das ist wieder ein schöner Run heute. Vor allem haben wir Fruitcake mal wieder. Das ist auch wieder schön. Wir haben nicht wenig Damage.
Ja, mach ab und zu mal Asset Tiers, also wenn wir genügend Geduld hätten, beziehungsweise viel zu viel Zeit hätten, dann könnten wir uns auch hier den Weg durchschießen beispielsweise. Ich sollte nicht die ganze Zeit schießen. Wir haben auch manchmal explosive Shots und das ist nicht gut, wenn wir dann getroffen werden. Na komm mal dran. So. Das ist auch nicht das Missing Poster. Also für das Missing Poster geht natürlich jeder Run drauf, wenn wir ein Sacrifice Room damit haben. Das ist angekündigt. Egal wie gut der ist, egal wie weit wir sind, wir werden uns töten am Ende. Falls wir die Kombination irgendwann doch mal finden sollten. Und das nicht in einem Challenge Run ist. So. Da haben wir doch noch einen Schlüssel. Wir haben noch eine goldene Kiste in der Theorie. Oder wir sparen uns das Ganze einfach auf. Ich glaube, wir sparen uns das Ganze für die nächste Ebene. Gehen jetzt zu Gardi. Und das ist, glaube ich... Das war gerade sehr knapp. Okay, das war Gardi. Und das ist kein Teufelsraum für uns. Das ist sehr schade. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Okay, dann können wir uns das Herz da drüben noch mitnehmen. Aber ich finde es trotzdem sehr schade, dass wir keinen Teufelsraum bekommen haben. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Da oben kommen wir nicht rein. Das ist eine Zwei-Schlüsseltür. Und in den Boss-Challenge-Room können wir gar nicht rein, weil wir mehr als einen Herzcontainer haben. Mehr als einen vollen Herzcontainer haben. Curse of the Maze. Mensch, mein Lieblings-Curse. Ohne Witz. Der macht mich fertig. Der ist nicht schlimm für die Räume per se, aber der macht mich fertig. So. Wir brauchen unbedingt mal so ein bisschen Speed-Up tatsächlich. Also hier wäre potenziell schon der Shop. Aber wir gehen natürlich zuerst in den Item-Room. Irgendwie möglich. Und da sind wir gedamaged worden und lassen wieder einen Nickel fallen. Also. Und da ist noch ein Blackheart. Und ein Schlüssel. Und jetzt können wir auch... Das ist nur Shiny Rock. Das ist nicht Lucky Rock, dass wir, wenn wir Steine zerstören, Geld kriegen, das wäre noch geiler. Jetzt kann man hier auf jeden Fall rein. Und wir haben eine Reroll-Maschine. Davon werde ich definitiv Gebrauch machen, weil alles, was hier ist, nicht so geil ist. Wir gucken. Der Soul Converter ist jetzt auch nicht so der Hit. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld mit raus. Nein, leider nicht. Okay. Das hier würde uns definitiv helfen. Wir brauchen keine Schlüssel mehr. Pay-to-Play, Money Talks nehmen wir mit. Und das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. There's Options. Zwei Boss-Drops, wir können uns einen aussuchen. Und ich würde schon fast sagen, dass wir hier noch mitnehmen. Nein, World Quicker Charge finde ich gut. Weil wir eben Moms Box schneller hernehmen können. Und das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Aus dem simplen Grund, weil wir da noch mehr Trinkets bekommen. Ich bin nicht getroffen worden. Ich hab das gedodged. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das gedodged. Hin. Komm mal ran. Mann. Hopp. Danke. So, noch eine Münze. Okay. Soweit, so gut. Dann geht's weiter. Hoffentlich finden wir... Das war leider abzusehen. Wieso habe ich die goldene Kiste vorher eigentlich nicht geöffnet? Warum habe ich das nicht getan? Wir haben noch keinen Nachteil daraus. Das ist nicht das Missing Poster. Wir können sämtliche goldene Kisten mitnehmen. Wo war die denn noch gleich? Hier unten. Ja, hallo, Tammy's Head. Das ist eigentlich ein gutes Item. Eigentlich. Das hat weh. Ich kann Moms Box jetzt leider nicht wegtun.
wenn wir die schon behalten wollen. Ah, wieder reingelaufen, Mann. Schade, Tamiset. Das wäre wunderschön, aber leider. Leider müssen wir erstmal mit Moms Box weitermachen. Wir wollen natürlich das Missing Poster, wenn wir es in irgendeiner Weise kriegen können. Das ist Top-Priorität. Wir wollen natürlich alle Charaktere freischalten. Wir arbeiten auf beide Secret Characters hin. Jetzt, wo wir Pay-to-Play haben, wisst ihr? Jetzt, wo wir Pay-to-Play haben, dass wir keine Schlüssel mehr brauchen für so dumme Türen. Jetzt kommen wir, jetzt kriegen wir so einen Raum, den habe ich zuvor auch noch nie gesehen. Mann, da fühlt man sich doch richtig hintergangen schon fast. Das ist echt... Oh, oh ja, sicher. Wir sind kurz vorm Red Heart Damage. Wir haben keinen Puffer mehr. Ah, das ist nicht gut. 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 Wir müssen auf jeden Fall nochmal beim Shop vorbei gucken. Jetzt haben wir wieder Puffer. Oh. Ja. Okay. Wirklich. Will ich das? Will ich das? Will ich das? Ja, ich weiß nicht, warum ich das tue manchmal. Es kann schon helfen, aber meistens halt nicht. Okay. Wieder eine Münze mehr. Und hier ist auch endlich der Item. Burp. Und da bekommen wir nochmal Explosive Diarrhea. Ich meine, es ist zweimal Health Up. Aber wir werden halt noch langsamer. Wir werden halt noch langsamer. Taurus muss uns einfach retten. Das ist einfach alles. Hallo, Bob's Brain. Danke für genau das hier. Nicht nichts. So. Das ist auch nicht richtig. Oh, nein, 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 nein. Das war eventuell knapper, als es sein müsste. Du schießt nicht auf mich. So, wir kriegen hier erstens Trinkets, zweitens potenzielle Soul Hearts. Und darauf bin ich gerade aus. Was hat mich jetzt getroffen? Kann dieses Feuer echt so weit schießen? Wirklich? Ich habe gerade Red Heart Damage bekommen und ich weiß nicht von was. Ich stelle mich schon extra ins Eck rechts um. Können wir jetzt mal Herzen bekommen? Ernsthaft? Ja, that was worthless. Tatsächlich, das war total Bullshit. Die ganze Mütze hier reinstecken. Wir haben ein Trinket bis jetzt bekommen. Sonst nur Sprüche. Gib mir doch... Das ist auch nicht das Trinket, was ich will. Gib mir doch wenigstens das Missing Poster dann. Boah, das kann halt nicht wahr sein. Ja, danke. Da draußen hilft mir das nix. Ach, Mann. Jetzt haben wir ernsthaft den Red Heart Damage bekommen schon. Das ist wieder umsonst gewesen. Ah, jetzt kriegen wir die ganze Zeit Schlüssel, jetzt wo wir Pay-to-Play haben. Das ist doch echt nicht mehr wahr, oder? Ah. Da oben noch. Okay. Das ist auch nicht das Missing Poster. Und wir sind jetzt einmal durch. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr zum Shop hin. Das heißt, wir können direkt
direkt zum Boss gehen. Monstro 2, einer meiner Lieblingsbosse, nichts. Los, Bob's Frame, trifft doch wenigstens mal. So, kurzer Prozess. Okay. Gut, die Wahl ist einfach. Okay, wir haben das Eternal Heart behalten. Puh, so, das sind drei Bomben. Das heißt, wir können sie potenziell vielleicht drei Herzen holen. Vielleicht auch nur zwei, vielleicht auch überhaupt gar keins. Okay, eins haben wir wenigstens. Immerhin eins. Gut. Das war jetzt in keinster Weise das beste Engels-Item. Aber, wir haben ein Keypiece. Für den Fall der Fälle. Wir brauchen eine Bombe. Ah, oh, das kann doch nicht wahr sein! Wie wahrscheinlich das jetzt wieder war. Das auch nicht das Missing Poster. Ich fühle mich manchmal echt gemobbt. Das ist ja unfassbar. Los. Dich will ich jetzt mit einer Träne töten. Los, RNG. Beeil dich ein bisschen. Wo sind die explosiven Schüsse, die mich gerade gedamaged haben? Wo sind sie? Na, wo sind sie? Danke. Das war ziemlich explosive, das war ein Asset-Tier, aber okay. Noch mehr Bomben. Komm, hier unten machen wir das gleich nochmal. Wo sind sie? Wie lange dauert es diesmal? Vorhin hat es zwei Tränen gedauert. Dann habe ich mich selbst gedamaged. Wie viel sind es jetzt? Ein paar mehr. Hm? Weil ich nicht direkt davor stehe. Richtig, genau. Hallo, Bob's Brain. Das hat sich nicht mal gelohnt. Okay. Gut. Ja, wobei, ja, wir haben mehr Bomben. Und wir haben gerade keinen Curse. Das ist auch wichtig zu wissen. Wir haben immerhin 8 Herzcontainer. Das ist ja auch mal ein Anfang. Das ist ja auch mal ein Anfang. Ach, geh doch aus dem Weg. Mann! Das war der Red Heart Damage. Das ist doch wieder bescheiden. Das ist nicht cool. Weh, hier sind nicht zwei Räume. Wir gehen zuerst woanders entlang. Ich will noch eine Aufladung haben, ehe ich diese Batterie aufsammle. Das ist nicht richtig. Mann, okay. Das ist auch nicht das Missing Poster. Oh Gott, ich hätte es einfach liegen lassen sollen. Ich hätte Bob's Brain einfach liegen. Ich lerne aber auch nicht draus. Immer nach der Prämisse, oh, mehr Items sind besser. Aber es stimmt ja gar nicht. Nur mehr gute Items ist besser. Und das ist auch jetzt nicht unbedingt ein gutes Item. Nicht wirklich. Nee. Nee, ist es nicht. Wir kommen wieder zurück, falls wir in irgendeiner Weise die Möglichkeit haben, dich wegzuwürfeln. Sehr gerne, aber in der Zwischenzeit nicht so ein geiles Item. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch schon ein bisschen besser. So, dann können wir hier noch. Wow. Okay. Hätte ich mal wenigstens zwei mitgenommen. Mehr Bomben
Wirf ich aber nicht weg. Ich meine, wir haben ja... Okay, wir haben den Shop noch nicht gefunden, aber... Und ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Warum bleibe ich dann nicht wenigstens einfach ein bisschen weiter weg und lasse Bob's Brain erstmal vor? Warum tue ich das denn wenigstens dann so? Vor allem haben wir mit Delirium halt zweimal Bob's Brain jetzt. Das ist ja... Oh, herzallerliebst. Liebst Birdfoot. Ja. Nicht das, was ich will. Okay. Ein ganzes rotes Herz. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf die Karte. Wir haben immer noch den Shop zu finden. Er ist nicht hier. Okay. Das ist auch nicht das Missing Poster. Ich will nicht Eve's Birdfoot. Okay. Ich habe den Shop gefunden. Darauf habe ich doch gewartet. Oh mein Gott, PhD. Ja. Darauf habe ich doch gewartet. Oh Mann. So. Something strong. Okay. Die können wir einsetzen. Und dann können wir uns die da hinten noch kaufen. Explosive Diary ist eine positive Pille. Okay. Ich meine, das Geld können wir eh nicht mehr verbrauchen. Also haben wir jetzt eine Karte und eine Pille, die beide Bomben spawnen. Na klar. Was auch sonst. Was auch sonst. So, dann gehen wir doch mal zur Mom. Bin gespannt, wie gut das jetzt funktioniert. Läuft eigentlich soweit? Eigentlich voll in Ordnung. Fruitcake hat halt nur so ungefähr einen ganz kleinen Teil dazu beizutragen, dass es so gut läuft. Okay. Okay. Ich bin definitiv versucht, den hier mitzunehmen. Ja, doch schon. Und wir bekommen sogar noch das zweite Keypiece. Wir haben echt die Möglichkeit, Megasatan rauszufordern. Ich bin hellauf begeistert tatsächlich. Wir haben den Schlüssel zusammen. Okay, dann geht's halt runter in die nächste Ebene. Ich meine, hallo. Dann müssen wir aber auch bis zum Womp durchhalten. Das ist keine andere Möglichkeit. Bis zum Womp. Bis zum Darkroom. Das müssen wir dann schon schaffen jetzt. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Speed up. Oh mein Gott. Ja, bitte. Gib mir nochmal Speed up. Oh, Tears up. Oh Gott. Tut das gut. So, die Frage ist... Ach, wir nehmen mal beides mit. Wir haben mal ein bisschen... Und ein Eternal Heart. Das ist auch in Ordnung. So. Vielleicht kriegen wir jetzt dann noch das Missing Poster. Das wäre auch noch wunderschön. So im Dark Room. Und da ist dann wenigstens irgendwann mal ein Sacrifice Room und so weiter und so fort. Das wäre... Der war gemein. Ach, komm schon! Okay, ich warte. Ich warte. Okay, das war auch nochmal ganz nett. So, explodier. Okay. Einen Barcano. Die können wir direkt einsetzen. Und dann können wir hier noch ein Trinket spawnen, was auch wieder nichts bringt. Great, mein bestester Freund. Geschieht dir ganz recht so. Okay. Nicht am Mitrennen. Was hat mich getroffen? Ich hab's nicht gesehen.
habe ich Bock auf diesen RNG. Zweimal jetzt wollte ich einen Stein mit den Tränen kaputt machen. Es hat ewig gedauert. Und zweimal wollte ich es nicht, als ich direkt davor stand. Und zweimal habe ich Schaden bekommen. Das ist doch echt nicht zu glauben, ey. Das sind alles keine Trinkets, die ich haben will. Okay, das war geil. Oh, was ist okay. Tegas ist gut. Evas ist gut. Aha! Sogar sehr gut. Sogar sehr, sehr gut. Hallo! Einfach mal so ein Allstitz abbekommen dadurch. Finde ich gut. So. Dann haben wir hier noch. Das ist nicht das richtige Trinket. Das ist aber das richtige. Ich fasse es gar nicht. Diggers. Zweimal in Folge. Kriegen wir tatsächlich. Oh, das ist ein Traum. Haben wir hier bitte. Bitte, wir sind in Utero 1. Es wird doch wohl die Möglichkeit bestehen, dass wir ein Sacrifice Room finden. Ich meine, wir machen, falls nicht in der Ebene, machen wir das Herz platt. Und dann, gut, ganz ehrlich, Mega-Satan, wir haben zwar die Möglichkeit, aber fuck this shit, vollkommen egal. Wir haben das Missing Poster. Wir opfern uns sehr gerne. Ich muss nur noch ein Sacrifice Room finden. Egal wann. Und wenn wir nicht mal das Herz platt, es ist egal. Egal. Das ist sowas von egal. Das ist so egal. Oh Gott. So. Au. Das tat nicht gut. Egal, wir werden es noch so lange durchhalten. Die muss irgendwo uns... Irgendwo. Wir haben jetzt noch so viele Ebenen vor uns. Die Wahrscheinlichkeit, dass nirgends ein Sacrifice Room ist, ist so hochgradig unwahrscheinlich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich hoffe es einfach mal. Ich will keinen dummen Bossraum finden. Ich will einfach einen Raum finden, wo in der Mitte einmal Stacheln sind. Mehr will ich doch gar nicht finden. Komm schon, hier. Nein. Oh Mann. Wie viele waren das bitte gerade? So, hier wird auch kein Sacrifice Room sein. Nee. Wieso schmeiße ich eigentlich immer noch mehr Trinkets raus? Oh, komm. Da rechts darf doch einer sein, bitte. Nope. Okay, nicht auf dieser Ebene. Das heißt, wir können auf jeden Fall das Herz platt machen und zumindest noch einen Erfolg in dem Run verbuchen, neben einem potenziellen neuen. Also, es ist ja nicht so, als hätten wir garantiert jetzt noch einen, aber wir haben Curse Room. Der bringt uns nichts. Wir brauchen einen Sacrifice Room. Wir brauchen diesen speziellen, einen speziellen Raum. Kann das denn die Möglichkeit sein? So, Conquest jetzt erstmal. Dann kann man die Box weglegen und stattdessen ein Pferdchen mitnehmen. So. Dann kann man fliegen. Das ist doch auch schon mal schön. Dann machen wir hier noch Hagalas. Weil, kann ja sein. Wir haben das Missing Poster. Jetzt keinen Fehler mehr machen. Wir gehen jetzt runter und hoffen auf einen Sacrifice Room. Kann das denn so schwer sein? Wir haben auf jeden Fall keine Karte. Das ist schon mal super. Curse of the Lost. Ah, doch, wir haben eine Karte. Curse of the Lost am Arsch.
Durch die Dagas-Rune vernichten wir auch sämtliche Curses. Ich vergaß. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt ist nur noch die Frage, haben wir auf dieser Ebene einen Sacrifice Room oder haben wir keinen? Wir haben auf jeden Fall einen Bossraum gefunden. Das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt schon mal das Herz machen. It lives. Und den Erfolg schon mal verbuchen. Wir kommen hier wieder raus. Das weiß ich 100%ig. Die Tür ist da. Die Tür geht auch wieder auf. Ganz sicher. Okay, wir haben das nächste Baby unlocked und bekommen hier einfach nochmal den Spear of Destiny, weil wir es können. So, jetzt suchen wir aber nach wie vor, das weiß ich unbedingt, das beste Item, aber es ist mir auch gerade so egal. Das ist mir gerade so egal, ich suche nur einen dummen Raum, wo ich mich selbst töten darf. Wir haben eine Folge errungen. Wir haben das Herz besiegt. Wir haben alles erreicht. Wir wollten uns nur noch erstmal schon mal ein bisschen damagen. Jetzt bin ich gar nicht so böse, wenn wir ein bisschen Schaden kriegen. Weil wir müssen. Wir haben den Wafer. Das heißt natürlich auch, dass wir nur halbe Herzen verlieren. Das heißt, wir müssen auch vom Leben ein bisschen runter. Ehe wir dann noch den Fehler begehen und im Sacrifice Room uns dann in den Dark Room teleportieren. Das geht nämlich. So, immer so 12 Mal oder so dran war und da wir. Okay, wir noch jetzt Container. Oh, okay. Also, den Fehler dürfen wir natürlich nicht begehen. Okay, Monox ist small. Wir sind wieder ein bisschen normal groß. Da hinten ist kein Sacrifice Room. Nur ein Boss Challenge Room. Komm schon. Hier wird doch irgendwo so ein dummer Raum sein. Ich kann das aber nicht wahrhaben, dass wir 4 Mal in Folge dieses Missing Poster finden und dann keinen dummen Raum. Und dann in der ersten Ebene des nächsten Runs direkt wieder ein. Pretty fly. Okay, wir haben uns gerade unsere komplette Defense gemacht. 2 Räumen. Das ist super. Komm schon, hier muss doch irgendwo. Das ist auch keiner. Komm schon. Dann ist auch nur ein Curse Room. Oh Mann, wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten. Komm schon. Die können so weit unten generiert werden. Das wissen wir. Wir haben halt wie immer einfach kein Glück, das gibt's doch nicht. Da ist noch eine Arcade. Was? Wir haben wieder keinen. Wir halten uns hier nicht lange auf, komm. Okay, die Mütze haben wir gespielt, die nehmen wir jetzt noch mit. Kriegen noch einen Solar, das wir nicht brauchen können, okay. Ah, warte. Eine Sache muss dann doch noch sein. Wir wollen sie ja nicht intakt zurücklassen. Ich meine, wir haben mehr als genügend Leben, Stärke. Ich meine, wenn wir es zu Mega Satan schaffen und ihn besiegen, ist ja auch okay. Aber ich hätte wirklich gerne diesen Charakter freigeschalten. Wirklich gerne. Ah.
Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Raum mit Stacheln in der Mitte. Mein Gott, ist das denn so schwer? Wir haben mittlerweile genügend Bomben, dass wir uns runterdamagen können. Oh, ich habe die Spinne nicht gesehen. Ist auch egal. Es liegen genügend Herzen rum. Komm schon. Komm schon. Hier ist der Bossraum, das will ich doch gar nicht. Oh Mann. Ich will mich doch nur selbst töten. Ist das denn zu viel verlangt? Das kann doch echt nicht wahr sein. Kampfschrei. Das ist doch Waluigi, Mann. Okay, nicht ganz. Alter. Es ist ein Cursed Room, interessiert mich doch nicht. Hau mir doch ab mit dem... Komm, wir gehen rein, weil wir es können. Und nehmen uns hier noch Solat mit. Oh, das ist doch echt unfassbar. Davor sterben müssen wir jetzt auch nicht. Also ein bisschen konzentrieren müssen wir uns schon noch. Oh mein Gott! Ja! Tatsächlich! Wir haben einen gefunden! Okay, wir machen jetzt Satan platt, kommen zurück und dann... Oh mein Gott! Vor lauter Freude bin ich falsch gelaufen, kann aber den noch mitnehmen. Es ist doch hier nicht zu glauben. Wir kommen vom Satan-Raum schon wieder raus, oder? Ja. Normal schon. Normal schon. Die Tür war im Satan-Fight immer da. Ich meine, Satan können wir ja noch mitnehmen. Ich meine, es ist ja nicht verschwendet jetzt. Okay. Sei da, ja. Okay. Raus jetzt hier. Wir haben es echt geschafft. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wie geil ist das denn bitte? Ah. Es ist wunderschön. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal ein bisschen selber damagen. Da wir sonst die Gefahr laufen, dass wir uns tatsächlich noch in den Darkroom teleportieren, weil wir zu oft Blut gezollt haben. Und nein, ich habe keine Angst, dass wir die Stacheln nicht berühren können, weil wir fliegen können. Diese Stacheln kann man immer berühren, egal ob man fliegt oder nicht. Falls doch, müssen wir uns dringend Butter zulegen oder sowas. So. Es ist ein wunderschöner Abschluss dieser Folge. So. Ab dafür. Missing Poster, Sacrifice Room, wir kommen. Moment. Shit, ich hab vergessen. Moment.
Wir haben ihn freigeschaltet. Ich sehe das, wir haben das Achievement. Wir haben das Achievement bekommen. Aber haben wir auch den Ingame-Erfolg? Ich gehe kein Risiko ein. Komm, wir gehen hier jetzt zur Not nochmal runter. Wir respawnen direkt. Wir respawnen direkt als... Okay. Dann erstmal im Hardmode eine Lamp fertig machen. Okay. Wir dürfen uns halt... Okay, das wird jetzt sehr schwierig. Also, wir haben gerade The Lost freigeschalten. Nach... Ich will es gar nicht wissen, wie vielen Stunden. Und The Lost haben wir vorhin schon einmal gesehen in einem Daily Run. Das war unser erster Lost Run. Wir haben kein Leben als dieser Charakter. Dieser Charakter hat kein Leben. Jeder Hit ist tödlich. Auch der Hit von Bob's Brain. Oder der Hit von irgendeiner Träne, die explodiert. Wir haben The Lost unlocked. Ja. Oh Gott, nein. Nein. Oh. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Okay, wir können sämtliche Herzen aufnehmen, aber es bringt uns nichts. Wir können direkt echt zu Mega Satan reingehen. Okay. Okay, das war's. Okay, ist auch scheißegal. Ist auch vollkommen egal. Wir haben The Lost unlocked. So sieht's aus. Das Ganze sehen wir hier. The Lost! Wir haben ihn endlich. Mein Gott, hat das lange gedauert. Meine Freunde, wir werden ab nächster Woche wahrscheinlich so den einen oder anderen Run hier im Normal Mode wieder spielen. Und zwar mit unserem neuen Freund hier. Und das wird schlimm. Aber es ist eine neue Challenge. Wir haben sehr viel unlocked. Wir haben sehr viel geschafft. Auch daran wird es nicht scheitern. Diesen Kollegen werden wir auch noch zur vollen Completion Marks bringen. Da wir das jetzt geschafft haben und ihn endlich freigeschalten haben. Können wir ganz kurz gucken bei hier. Lazarus. Wir haben das Herz von Satan besiegt. Also sind voll im Rahmen. Hat sich heute auf jeden Fall gelohnt. Wir werden in Zukunft folgendermaßen fortfahren. Da wir eigentlich nur unseren Greedy oder Greedier Wednesday mittlerweile haben, den normalen Run am Samstag und den Challenge Sunday, da wir jetzt auch The Lost haben, werden wir zumindest für diesen Plan zu parallelen Let's Plays, werden wir wahrscheinlich abwechselnd The Lost und dann wieder einen Hard Run. The Lost, ein Hard Run. The Lost, ein Hard Run. So werden wir das Ganze vonstatten führen für Samstag. Solange kein Parallel-Let's Play läuft, werden wir halt uns am jeden Tag abwechseln, vermutlich. Und ja. So, der weitere Plan. Das heißt, morgen ist mal wieder Challenge Sunday, sowieso klar. Und dann werden wir unseren ersten Lost Run starten. Am Tag drauf dann mit Eden den Hard Run und so weiter und so fort. So werden wir fortfahren. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal vielmals fürs Zuschauen. Klar, wir haben heute nicht gewonnen, aber insgeheim haben wir doch sehr viel mehr gewonnen als nur eine Zahl, die sich bei der Winstreak erhöht hätte. Und noch ein paar Unlocks, aber wir haben einen neuen Charakter. Das ist super geil. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zum Challenge Sunday. Bis dahin, euer Matze. Ciao.